Auch heute gibt es wieder einen Kampf der Giganten. Nachdem wir bereits Burger King gegen McDonald's und BMW gegen Mercedes antreten ließen, wird es heute feucht und klebrig. Es geht um die Lieblingserfrischung eines großen Teils der Welt. Um Cola. Es gibt Dutzende Marken, die um die Gunst der Kunden buhlen, aber nur zwei dominieren seit Jahrzehnten den Markt. Die Rede ist natürlich von Coca-Cola und seinem ewigen Konkurrenten aus dem Hause Pepsi. Wer von beiden nach streng wissenschaftlichen Kriterien die Nase vorn hat, erfahrt ihr in diesem Video. Coke vs. Pepsi. Was ist besser? Zucker. Ein wichtiges Thema bei diesen Getränken ist natürlich der Zuckergehalt. Zucker macht dick und ist schlecht für die Zähne, weshalb man ihn möglichst reduzieren sollte. Wie ihr schon wahrscheinlich ahnt, sind beide Cola-Sorten wahre Zuckerbomben und ob ihr nun die eine oder die andere auswählt, ist eigentlich egal. Während Coca-Cola mit 10,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter auf die Waage schlägt, sind es bei Pepsi 10,7 Gramm. Wer also einen Liter des süßen Gesöffs trinkt, verleibt sich damit fast 36 Stück Würfelzucker ein. Das ist so viel, dass wir am liebsten keinem einen Punkt geben würden. Da dies aber gegen die Regeln wäre, gibt es einen Punkt für beide, somit steht es 1:1. Was wird mehr getrunken? Auch wenn es in den 80er Jahren mal so aussah, als würde Pepsi den ewigen Rivalen überholen, die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Coca-Cola ist der unumstrittene Marktführer, was Cola-Produkte angeht. Sowohl in Deutschland als inzwischen auch wieder in den USA. Die Coca-Cola Company spricht von 1,9 Milliarden Colas, von der 0,25 Liter Dose bis zu der 2 Liter Flasche und darüber hinaus, die jeden Tag in über 200 Ländern weltweit getrunken werden. Punkt für Coke, 2:1. Welcher Konzern ist größer? Nun könnte man davon ausgehen, dass wer die meiste Cola verkauft, auch den meisten Umsatz macht. Aber das stimmt nicht, denn sowohl Coca-Cola als auch Pepsi sind breit aufgestellte Unternehmen, die viel mehr als nur die dunkle Brause auf den Markt bringen. Pepsi steckt zum Beispiel hinter Lay's, dem größten Chipshersteller der Welt. Coca-Cola vertreibt neben der Coke auch Dutzende weitere Softdrinks und Mineralwasser. In der Endabrechnung führt der Pepsi-Konzern tatsächlich in jedem Fall vor der Coca-Cola Company und zwar mit 63 Milliarden US-Dollar Umsatz zu 42 Milliarden US-Dollar. Es kommt also heutzutage gar nicht so sehr darauf an, das erfolgreichere Produkt zu haben. Man muss vor allem breit aufgestellt sein. Ausgleich Pepsi 2:2. Lustige Werbung. In Sachen Werbung war man in den USA schon immer etwas weiter als hierzulande. Bereits in den 70er Jahren nahmen sich die beiden Global Player in Werbespots aufs Korn, die nicht nur das Ziel hatten, die eigene Marke zu stärken, sondern auch die Konkurrenz alt aussehen zu lassen. Sie heuerten Superstars an, schufen eigene Werbegesichter und gaben Milliarden an Dollar aus, um den Marktanteil zu steigern. Einen klaren Gewinner zu küren ist hier schwierig. Schaut euch einfach mal selbst die legendären Spots bei YouTube an und entscheidet, wer dieses Battle gewonnen hat. Punkt für beide, 3:3. Fair Play. In Sachen Fair Play vergeben wir einen Sonderpunkt an Pepsi. Denn obwohl beide Firmen ihre Rezeptur der größten Geheimhaltung unterworfen haben, lehnte Pepsi zweimal das Angebot von Spionen und ehemaligen Mitarbeitern des Branchenführers ab und verpfiff die Spitzel lieber an die Polizei, statt einen Blick auf die geheimen Zutaten zu werfen. In diesen harten Zeiten, in denen jeder versucht, dem anderen zu schaden, ist das schon einen Daumen nach oben wert und gibt einen Punkt für die Blauen. Führung von Pepsi 3:4. Geschichte der Marke. Geht es um die Geschichte der Marke, macht niemand der alten Coca-Cola etwas vor. Die Coke ist nicht nur verantwortlich für den Kult um den Weihnachtsmann, sie gilt auch seit vielen Jahrzehnten als der Ausdruck der westlichen Genuss- und Konsumgesellschaft. Überall, wo es Coca-Cola zu kaufen gibt, gilt es als Synonym für den amerikanischen Traum, es mit wenig Geld ganz weit zu bringen. Die Geschichte von Pepsi ist weniger beeindruckend. Es wurde in den 30er Jahren als Billigkonkurrenz zur Coca-Cola bekannt. Pepsi kostete genauso viel wie das Original, hatte aber doppelt so große Flaschen. Nun ja, keine Diskussion mehr. Ausgleich von Coca-Cola 4:4. Politische Orientierungen der Marke. Die Marke der Cola ist in den USA auch oft ein politisches Statement. So unterstützt Coca-Cola traditionell die Demokraten, also die Partei von Obama und Bill und Hillary Clinton, während Pepsi, seit der ehemalige Anwalt des Unternehmens Richard Nixon Präsident wurde, eher den Republikanern, also der Partei Trumps und der von Bush zugeneigt ist. Wir sind in puncto amerikanischer Politik völlig neutral, wollen euch aber einfach mal darüber informieren. Von uns gibt es also auch hier wieder einen Punkt für beide. 5:5. Wert der Marke. Auch hier ist es wieder schwer, am roten Riesen vorbeizukommen.
Der Wert der Marke Coca-Cola allein wird auf 33,7 Milliarden Dollar geschätzt. Pepsi kommt auf nicht ganz 20 Milliarden und hat also auch hier wieder das Nachsehen. Da nützt auch der größere Umsatz des Konzerns nichts. Auf Platz 3 liegt übrigens ein österreichischer Konzern, nämlich das umstrittene Red Bull von Multimilliardär Dietrich Mateschitz. Führung von Coca-Cola 6:5. Produktvielfalt in Deutschland. Na, wie viele Sorten Coca-Cola fallen euch aus dem Stegreif ein? Die normale Coke, Coke Zero, Coke Light und sonst? Es sind insgesamt nämlich 9 Sorten, die die Coca-Cola Company hierzulande vertreibt. Pepsi hingegen hat mit der normalen Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max und Pepsi Twist gerade mal 4 verschiedene Arten des Produktes auf dem Markt. In den USA sieht das natürlich etwas anders aus. Dort gibt es zum Beispiel die durchsichtige Pepsi Crystal, welche sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Coca-Cola baut die Führung aus. 7:5. Was macht Wacher? Hier hat endlich mal wieder die Pepsi die Nase vorn, wenn auch nur knapp. In 100 Milliliter Pepsi-Cola sind 10,57 Milligramm Koffein enthalten. Das entspricht also 105,7 Milligramm Koffein pro Liter. Coca-Cola kommt auf auch genau 10 Milligramm pro 100 Milliliter. Im Vergleich sind diese Werte aber niedrig. In Deutschland sind Colas mit einem Koffeingehalt von bis zu 25 Milligramm auf dem Markt. Vor allem Fritz und Afri-Cola werben mit besonders wachmachender Wirkung. In unserem Wettkampf gehen die Punkte aber an den blauen Herausforderer. Es wird wieder knapp, 7:6 nur noch für die Coke. Und bei YouTube? Auch in der allerletzten Disziplin der YouTube-Statistik liegt Coca-Cola wieder vor der Konkurrenz. Die Roten haben 1,7 Millionen Abonnenten auf ihrem Kanal. Pepsi kommt auf gerade mal knapp 800.000. Am meisten geklickt wurde bei Coke der Track von Avicii vs. Conrad Sewell, I Don't Want This Day To End. 28 Millionen Views hat der Track. Pepsi hat zwar weniger Abonnenten, aber mit Uncle Drew ein Video mit 50 Millionen Klicks auf der 1. Es erzählt die Geschichte eines alten Mannes, der zum Basketballplatz kommt und gebeten wird mitzuspielen. Leider brachte dieses großartige Video dem blauen Herausforderer nicht mehr Abonnenten hinzu, deswegen geht auch unser letzter Punkt an den Platzhirschen aus Atlanta. Das war's. Diesen Kampf der Giganten gewinnt Coca-Cola mit 8:6. Damit ist es wieder mal knapp, aber am Ende doch eindeutig gewesen. Coca-Cola, der Platzhirsch und Weltmarktführer, hat unseren Wettstreit gewonnen. Welche der beiden Produkte aber besser schmeckt, das können wir natürlich nicht für euch entscheiden. Wer ist euer Favorit? Die rote Cola oder die blaue Pepsi? Oder bevorzugt ihr eine ganz andere Cola, zum Beispiel Afri, Red Bull, Fritz oder die ostdeutsche Vita Cola? Erzählt es uns bitte in den Comments, was euer Geschmack ist.